Ja, hier gibt es heute etwas einzuweihen, einen wunderbaren Tiny Innovationstruck, der hier am Hochschulstandort, an den verschiedenen Standorten der Hochschule unterwegs ist, um junge Leute zu motivieren und ihnen einen Ort zu geben, ihre Gründerideen zu verfolgen, sie zu entwickeln und vielleicht erste Impulse zu setzen, sie umzusetzen. Denn wir brauchen junge Leute, die Lust auf Neues haben und die sich trauen, ihre Ideen umzusetzen. Es ist enorm wichtig für unser Land, dass hier ein hochentwickeltes und wirtschaftlich bärenstarkes Land ist. Gerade für unser Land mit seinen vielen Unternehmen ist es aber wichtig, in diesem Prozess der Transformation, in dem wir uns befinden, die Digitalisierung, KI, um mal zwei Stichworte zu nennen, bedeutet ja eine enorme Geschwindigkeit der Veränderung in unserem Land. Und deswegen brauchen wir eben nicht nur junge Menschen, die die bekannten Wege nachvollziehen, sondern die wirklich neue Wege beschreiten, neue Impulse setzen. Und dafür brauchen wir eine Start-up-Kultur, dafür brauchen wir Leute, die bereit sind, die Dinge zu hinterfragen, uns nochmal ganz anders zu machen. Dieses lernt man nicht theoretisch, dieses lernt man, indem man es tut. In der Tat, wir haben seit dem Jahr 2016 eine Förderlinie aufgelegt für unsere Hochschulen im ganzen Land, um das Thema Gründen in Studium und Lehre zu etablieren. Weil wir glauben, das ist etwas für junge Menschen, nicht erst, wenn man eine fertige Erfindung hat, sondern das ist eine Haltung, mit der man an das Leben insgesamt rangeht. Und deswegen haben wir inzwischen viele Hochschulen im Land in der Förderung. Wir geben 15 Millionen aus für die verschiedenen Förderlinien und haben uns total gefreut, dass so viele Hochschulen im Land mit eigenen Ideen und eigenen Konzepten mit am Start waren. Und eins der prämierten Projekte in diesem Zusammenhang ist die Hochschule Esslingen mit Gründes.